Moin, die Spargelzeit ist wieder da und ich zeige euch heute, wie man eine leckere Spargelcremesuppe macht. Los geht's! Ich bereite erstmal den Spargelfond zu. Dafür schäle ich meinen weißen Spargel gründlich und schneide die holzigen Enden ab. Die Schalen gebe ich in ein Sieb und spüle sie unter fließendem Wasser ab. Den Spargel schneide ich in mundgerechte Stücke, etwas schräg, damit er schöner aussieht. Nun geht's an den Herd. Ich gebe das Wasser, den Weißwein, das Salz, den Zucker und die Butter in einen Topf. Sobald es kocht, kommt mein Spargel dazu und wird je nach Spargeldicke 8 bis 10 Minuten gekocht. Prüft das am besten nach 8 Minuten einmal nach. Er sollte natürlich nicht zu hart, aber auch nicht zu weich sein. Der Spargel gibt seinen Geschmack nun auch schon schön an das Wasser ab. Ist der Spargel gar, hole ich ihn raus und gebe die Spargelschalen ins Wasser. Ich habe den Herd mittlerweile auch runtergestellt, sodass das Wasser nur noch leicht simmert. So sollten die Spargelschalen jetzt etwa 20 Minuten in dem Sud ziehen. So geben auch die Schalen ihren Geschmack an den Sud ab und er wird schön kräftig nach Spargel schmecken. Nach den 20 Minuten fange ich dann auch schon an, die Mehlspitze zu machen. Dafür gebe ich die Butter in einen Topf und lasse sie schmelzen. Ist sie geschmolzen, kommt das Mehl dazu und ich verrühre beides miteinander. Jetzt kommt auch schon der Spargelsud zum Einsatz. Damit auch ja keine Schale mit in die Suppe kommt, passiere ich den Sud einfach beim Eingießen durch Sieb. Und nun gebe ich immer wieder etwas Sud zur Mehlspitze und verrühre wieder alles glatt. So entstehen dann auch überhaupt keine Klumpen. Ist der gesamte Spargelfond drin, lasse ich das Ganze nochmal 2-3 Minuten kochen, bevor die Sahne zur Suppe kommt. Kurz vorm Anrichten kommt nun auch der gegarte Spargel wieder mit rein und zieht nochmal warm. Ich schmecke die Suppe jetzt immer noch mit Salz ab und schon wird angerichtet. Hat euch das Rezept gefallen? Dann gebt dem Video doch einen Daumen nach oben, kommentiert und abonniert den Kanal. Bis zum nächsten Video, eure Marie.